mein Lieben, du bist gerade auf der Suche nach einem Deckenstich, weil du dir gerade eine Fließdecke gekauft hast und du hast dir den Stich mal genauer angesehen und du hast dir gedacht, wie bekomme ich denn eigentlich so einen Stich hin? Das zeige ich dir in diesem Video, wie du genau diesen Stich mit der Overlock hinbekommst. Also du benötigst natürlich zum einen einmal Fließstoff, du kannst natürlich auch einen anderen Stoff verwenden, den du gerade als Decke zum Beispiel verwenden möchtest. Das Wichtigste ist jetzt, du benötigst einmal wasserlösliches Stickvlies. Denn das ist jetzt der Vorteil, wenn wir das gleich auseinanderziehen, dann bleiben ein paar Reste in dieser Naht hängen und die kannst du dann ganz einfach mit dem Wasser gleich dann wieder entfernen oder du legst die Decke, schmeißt die Decke einmal in die Waschmaschine und wäschst die einmal und so ist das dann rückstandslos wieder weg. Also, du legst einmal das Vlies auf die Decke drauf, also auf die Kante. Und jetzt beim Nähen lässt du das Vlies in, sagen wir mal so 5 mm über die Kante hier drüber hängen. Denn gleich müssen wir ein bisschen daran, also an der Naht ziehen. Und damit das Vlies nicht direkt auseinanderreißt, lassen wir ein bisschen übrig hängen. Denn die Overlock, die zieht das gleich so mit ein und so hat man ein bisschen mehr Vlies und das reißt nicht so schnell. So, wenn du das dann gemacht hast, dann legst du beide Teile unter das Füßchen. Also wie schon gesagt, das Vlies ein bisschen überstehen lassen. Und vorher möchte ich dir aber noch eben die Einstellungen zeigen bei der Overlock, die du unbedingt benötigst. Und zwar lässt du die linke Nadel in deiner Overlock drin. Also das heißt, die rechte entfernst du. Den Obergreifer deaktivierst du einmal. Also bei meiner Overlock ist das einfach ein Adapter, den ich in den Obergreifer hineinsetze. Und hier muss man natürlich auch schauen, es gibt auch welche, die schon Adapter hier an der Seite haben, wo das einfach nur dann hier eingehackt wird. Also hier musst du schauen, was dein Hersteller da sagt, wie du den Obergreifer einmal deaktiviert bekommst. Also der Obergreifer, hier kommt der Faden auch raus. Der Untergreiferfaden, der bleibt drin. Und hier bei der Fadenspannung musst du, also ich habe jetzt hier bei mir nichts geändert, also ich habe das alles so gelassen, wie es ist. Wenn du gleich aber beim Auseinanderziehen merkst, oh, das ist ein bisschen schwierig oder das Vlies fängt an zu reißen, dann empfehle ich dir, den Untergreifer, die Fadenspannung etwas höher stellen. So kann man das dann noch einfacher auseinanderziehen. Jetzt kommen wir einmal zu der Seite hier. Also das Differentialtransport bleibt so wie immer eingestellt. Die Stichbreite, bzw. die Stichlänge, die habe ich auf ganz hoch eingestellt. Und die Stichbreite ist auch auf ganz hoch. So, und jetzt kannst du auch einfach anfangen zu nähen. Und ich empfehle dir hier auch, das Messer beim Nähen zu deaktivieren, dass auch hier das Vlies, also dieses wasserlösliche Vlies, nicht mit abgeschnitten wird. So sieht das dann jetzt einmal von vorne aus und so von der Rückseite. Und jetzt fangen wir an, Stückchen für Stückchen das Vlies nach oben zu ziehen. Auch hier ein bisschen Kreisbewegung machen, weil jetzt wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn wir das Vlies abreißen und die Naht nicht richtig schön auseinandergezogen wurde. Und so sieht die Naht dann aus. Jetzt kannst du natürlich auch hergehen und das Vlies von dir wegziehen.
wie man jetzt hier auf der Rückseite sieht, haben wir natürlich jetzt noch das Vlies mit hier drin hängen. Wenn du jetzt eilig hast, dann kannst du hier natürlich unterm Waschbecken, unterm Wasserhahn mal eben schnell drüber laufen lassen. Aber ich empfehle immer mit der Waschmaschine, denn so wird das Vlies, der Rest auch wirklich rückstandslos entfernt. So sieht das dann aus. Und wenn du dann das Vlies weg hast, dann empfehle ich hier auch nochmal komplett schön drüber zu bügeln, damit die Naht richtig schön glatt liegt. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video wieder ein wenig weiterhelfen. Falls du irgendwelche Fragen haben solltest, dann schreib mir diese gerne unten in die Kommentare. Ich versuche, so schnell wie möglich zu antworten. Ansonsten wünsche ich natürlich einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Video. Deine Jana.